Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserem letzten Video. Zumindest hier aus dem Boris. Wenn ihr uns bei Instagram folgt, und das solltet ihr auf jeden Fall tun, dann habt ihr am Dienstag schon gesehen, dass der Boris keine Nummernschilder mehr hat. Und ja, warum, wieso, weshalb und wie es hier dann demnächst weitergeht, das wollen wir euch in diesem kleinen Update-Video erzählen. Ja, dieses Video könnte etwas unstrukturierter werden, als ihr es sonst von uns gewohnt seid. Ja, da wir über den Verkauf von Boris doch ein wenig überrascht waren. Also es ging halt einfach sehr schnell. Aber wir wollten euch auf jeden Fall ein Update geben und das halt jetzt auch auf jeden Fall letztmalig hier aus dem Boris. Ja, wir versuchen es mal. Ja, vielleicht kennt ihr ja dieses Video von uns. Wenn ihr sehr, sehr lange dabei seid, genau genommen ist es eigentlich unser erstes Video, dann habt ihr das vielleicht gesehen. Da haben wir erzählt, warum wir uns für den Kastenwagen gegenüber dem Wohnmobil entschieden haben damals, also den Boris gekauft haben. Und im Grunde sind alle diese Argumente, die wir da vorgebracht haben, auch immer noch valide. Damals stand halt ein Punkt für uns ganz klar im Vordergrund und das war halt die Alltagstauglichkeit von so einem Kastenwagen. Ja, wir waren halt damals auf zwei Fahrzeuge angewiesen, aber mittlerweile hat sich halt ein bisschen was verändert. Wir haben uns ja beide E-Bikes angeschafft. Udo ist fast ausschließlich noch mit dem E-Bike unterwegs und dann, wenn der Hund mal mit muss, halt auch mit dem passenden Anhänger. Und bei mir war es halt so, ich brauche das Auto halt eigentlich jeden Tag für die Arbeit. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Ich habe einen neuen Job und der ist halt unmittelbar und ich kann jetzt halt theoretisch auch mit dem Fahrrad fahren und wir brauchen eigentlich nur noch ein Auto zum Bewegen. Wenn überhaupt. Ne? Wenn also, überhaupt also tatsächlich steht das in der letzten Zeit fast nur in der Einfahrt rum. Genau. Und von daher brauchen wir den Kastenwagen jetzt nicht mehr zwingend im Alltag als Zweitwagen. Und einen ganz großen Vorteil hat natürlich das Wohnmobil gegenüber dem Kastenwagen. Also allen Argumenten, die wir in dem Video gebracht haben, zum Trotz. Und das ist einfach der Platz. Also ein Wohnmobil hat einfach viel, viel mehr Platz als unser Kastenwagen hier. Und das ist halt auch der andere Punkt, den wir so in den letzten oder auf den letzten Touren dann auch so ein bisschen festgestellt haben, genau, dass uns der Platz hier ein bisschen zu klein ist. Ja, also ich sag mal, wir sind ja klar nicht die schönen Wetterurlauber. Da ja ein bisschen Hagel mit Regen. Man kann das Wetter halt immer nicht mitbuchen. Wir waren natürlich jetzt dann die zwei Wochen in Dänemark und da hat sich das auf jeden Fall nochmal so deutlich gezeigt. Ja, in Österreich auch. In Österreich auch. Ich meine, wie gesagt, Wetter weiß man halt nie, wie man es hat. Aber man will dann irgendwie doch was unternehmen. Da ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn man dann halt irgendwie nach Hause kommt und man hat noch nicht mal die Möglichkeit, die Sachen gescheit zu trocknen. Man steht sich halt irgendwie im Weg und ja. Ja, ihr habt ja auch gesehen, wir machen gerne mal Wellnesscampen. Genau, ja, und dann, das ist auch so eine Sache. Udo darf nie seinen schönen dicken Kuschelbademantel mitnehmen, ja, unter anderem. Ich muss schon einen dünneren Bademantel mitnehmen, damit der hier in die Schränke passt. Und dann haben wir auch so komische Mikrofaserhandtücher, so komische Lappen. Also das hat alles Stöden auf hohem Niveau. Das ist halt alles ein Luxus und wir haben halt irgendwie gemerkt, jetzt da wir dieses Platzding oder halt diese Alltagstauglichkeit nicht im Vordergrund mehr steht, ist uns halt irgendwie das Platzangebot natürlich wichtig, war da uns damals halt auch wichtig. Es gibt natürlich auch noch kleinere Kastenwagen. Wir hatten uns ja auch zum Beispiel für eine kürzere Variante entschieden, haben wir ja auch bewusst nicht gemacht. Aber jetzt ist halt einfach irgendwie uns das halt durch die ersten Touren natürlich klar geworden. Und jeder ist da anders. Manche brauchen bestimmt weniger Platz und haben noch zwei Hunde dabei. Und zwei Kinder. Genau. Und wir haben aber einfach so gemerkt, das ist halt einfach... wir haben für uns entschieden, das ist einfach zu klein. Also mich nervt zum Beispiel alleine, das ist so mein Lieblingsbeispiel, wenn ich in den Kastenwagen rein muss, weil ich irgendwas vergessen habe, ich habe einen Rucksack auf, dann muss ich rückwärts wieder rausgehen, weil ich mich nicht umdrehen kann. Und das, solche Sachen, die nerven. Also das summiert sich einfach, wie gesagt, ist Jammern auf hohem Niveau. Aber das ist halt so die Summe aller Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben, den Boris jetzt abzugeben und dann nach einem neuen Wohnmobil zu gucken. Da gehen wir gleich aber noch in einem eigenen Punkt drauf ein. Ja, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, weil ich habe überlegt, ich mache noch mal ein eigenes Video dazu. Das ist bestimmt ganz interessant, so mit der Reihenfolge, wer wie wann, wer braucht einen Fahrzeugschein zum Abanmelden und so weiter. Das machen wir dann gesondert, aber wir wollen einmal ganz kurz auf diese Geschwindigkeit eingehen, die hier an den Tag gelegt wurde. Wir haben das Fahrzeug hier letzten Mittwoch quasi inseriert. Mittwoch war das, ne? Ja. Glaub wohl, ja. Dann habe ich am Freitag die ersten vier Anfragen zusammen gehabt. Wir waren am Wochenende aber viel unterwegs, haben wir selber geguckt nach eigenen Fahrzeugen. Und dann haben wir für Montag den ersten Termin gemacht mit zwei Leuten.
Und ja, der erste Interessent, der Sven, der hat auch direkt dann zugeschlagen. Und ja, den zweiten Termin habe ich dann abgesagt. Montags abends haben wir die Kaufverträge noch hin und her geschickt. Geld war Dienstag schon da. Mhm. Dann war hier, ich habe den morgens abgemeldet. Also muss man dazu sagen, der Sven hatte das jetzt auch ein bisschen eilig, weil er noch gerne die zweite Ferienwoche ein bisschen nutzen wollte mit seinem Sohn. Und deswegen haben wir da jetzt auch ein bisschen schneller. Aber grundsätzlich waren keine 7 Tage, bis der Wagen weg war. Christina war auch ein bisschen überrumpelt. Ja, ich wollte eigentlich gerne Ströfchen noch... Ströfchen geweint. Ja, wir wollten noch eine Abschiedstour machen und das fällt natürlich leider jetzt ins Wasser. Und natürlich dann, ja, quasi gestern Abend habe ich mehr oder weniger den Van komplett kahl geräumt. Viele Sachen hat Udo vorher schon rausgeräumt, also die großen Sachen, die wir jetzt wussten. Tisch und Stühle braucht man wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr. Ja, und dann irgendwie, ich bin dann so ein bisschen sentimental und na klar, man hat die ganzen Erinnerungen natürlich hier auch auf YouTube, was natürlich mega cool ist. Man kann sich das selber natürlich auch immer mal wieder angucken. Aber so ein bisschen traurig bin ich trotzdem, aber ich freue mich natürlich auch auf das, was da kommt und Udo, denke ich auch. Ja, und in Summe kann man ja auch sagen, ist ja auch ganz schön, dass das jetzt so schnell und unkompliziert abgewickelt wurde. Das kann ja auch anders laufen und so ist auf jeden Fall top und da freuen wir uns auch. Morgen kommt dann der Sven, holt den Wagen ab und ja, wird dann die letzte Ferienwoche noch ein bisschen mit seinem Sohn genießen können. Ja, und wenn es euch interessiert, wie es hier bei uns auf dem Kanal weitergeht, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und klickt die Glocke. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges geplant. Unter anderem haben wir ein richtig cooles Produkt auf dem Caravan-Salon entdeckt und das wollen wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Dann kommt die Tage zu uns und dann stellen wir euch das natürlich ausführlich vor. Dann haben wir noch geplant, so ein Gemeinschaftsvideo, wie wir das schon mal gemacht haben mit anderen YouTubern. Damals ging es ja darum, ich blende euch das hier mal irgendwo ein, Fehler, die man beim Wohnmobilkauf machen kann. Sollten wir uns vielleicht dann auch vorher nochmal angucken, bevor wir uns ein neues kaufen. Und da werden wir auf jeden Fall wieder ein cooles Thema machen mit 4, haben glaube ich schon zugesagt, 4 anderen Kanälen. Und das wird auf jeden Fall auch mega spannend. Genau, seid auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Und dann nehmen wir euch natürlich mit auf die Suche nach unserem neuen Gefährt, sag ich mal. Also wir werden euch bestimmt den einen oder anderen Wagen zeigen. Wir haben ja auch schon mal so Fragerunden gemacht, welche Wohnmobile ja euch besonders dann auch interessieren und uns natürlich auch. Also da wird es, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen spezieller, dann auch vielleicht mal mit einer Roomtour. Ihr braucht nicht meinen, weil wir jetzt den Van verkauft haben, dass uns hier die Themen ausgehen. Also es gibt weiterhin... Wir hoffen es regelmäßig jede Woche, Sonntag 16 Uhr, neue Waldhelden-Videos. Ja, konkret suchen wir eigentlich ein Wohnmobil, was optimalerweise sofort verfügbar ist. Wir hätten ganz gerne was Teilintegriertes. So mit vollintegriert können wir uns noch nicht ganz so anfreunden. Im Notfall, sage ich mal, wenn da jetzt der Wagen ansonsten top ist, dann vielleicht. Alkoven haben wir uns auch schon mal angeguckt, finden wir manchmal auch ganz cool, je nachdem wie der Schnitt so ist. Am besten nur 2-3 Jahre alt und optimalerweise dann irgendwie auf 2 Personen ausgelegt. Also da haben wir ja so ein paar Beispiele schon mal genannt. Wir finden halt so eine Rundsitzgruppe mega cool. Hubbett, also ne, einfach, dass man nicht noch irgendwie ein unnützes Bett hat, sag ich mal, was man eigentlich eh nicht nutzt, was aber ja halt mehr wiegt und Platz wegnimmt. Also eigentlich optimalerweise für uns 2 und natürlich den Hund. Das Problem bei diesen, ich sag mal, für 2 Personen optimierten Wagen ist aber, dass die relativ wenig verfügbar sind. Also da werden anscheinend nicht so viele von gebaut, verkauft. Also die sind auf dem gebrauchten Wagenmarkt. Wenig im Umlauf. Ja, knapp. Ja. Und die da sind, sind relativ teuer. Das wäre halt auch noch so ein Punkt. Also da sollten jetzt nicht irgendwelche utopischen Mondpreise dran stehen. Also die normale Verteuerung schon eingerechnet. Aber das sollte alles noch irgendwie im Rahmen und bezahlbar sein. Und deswegen sind wir halt auch, sage ich jetzt mal, zu diesen Standardgrundrissen mittlerweile zurückgekommen. Wir haben am Wochenende uns den Adria Coral mal angeguckt, den finden wir ganz okay. Oder vom Bürstner gab es auch 1-2 Modelle. Also so in die Richtung wäre natürlich dann auch okay. Also wie gesagt, für uns ist im Grunde sofort verfügbar am wichtigsten, weil wir können ja jetzt nicht irgendwie warten, dass wir in 12 Monaten ein neues Wohnmobil haben. Dann wäre der Kanal, also so lange können wir die Themen auch nicht strecken. Und da müssen wir halt auch ein bisschen gucken, was dann halt, ja, was im Angebot so ist. Ihr seht, das ist alles irgendwie noch nicht so 100% ausgereift. Wie gesagt, wir waren jetzt auch ein bisschen überrascht, wie schnell das alles ging. Vielleicht machen wir dann auch in den kommenden Wochen nochmal ein detailliertes Video dazu, wenn wir unsere Pläne ein bisschen konkretisiert haben.
An euch die Bitte, oder falls ihr halt jemanden kennt, der jemanden kennt, oder ihr selber vielleicht euer Wohnmobil verkaufen wollt, weil ihr euch vergrößern, verkleinern wollt, ja, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind auf der Suche. Genau, schreibt uns gerne in die Kommentare oder natürlich uns auch persönlich an. Genau, die E-Mail findet ihr da in der Kanalinfo oben oder sonst einfach über Instagram, einfach eine Direktnachricht geht auch. Und wenn ihr noch Wohnmobile kennt, die wir jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, die aber gut zu uns passen könnten, dann schreibt uns das auf jeden Fall auch. Und wenn ihr auf der Suche nach einem Wohnmobil mit Rundsitzgruppe seid, dann schaut euch am besten dieses Video hier an. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Also ich sag mal so, ich möchte ins Wort fallen. Nee. Am besten ist, wenn der auch Schall Schallisoliert ist, damit wir da drin drehen können, wenn unsere Nachbarn gerade wieder mit abreißen. Und.